Porsche verrät alle seine Geschäftsgeheimnisse und das sogar mit voller Absicht. Und das Beste daran, hätte Porsche das damals nicht gemacht, wären sie heute pleite. Aber wie genau haben sie sich eigentlich gerettet? Und warum droht ihnen überhaupt die Insolvenz? Das ist die ganze Story. 1990. Porsche produzierte diese drei Grundmodelle. 4-Zylinder 960, 6-Zylinder 911 und 8-Zylinder 929. Das Problem dabei? Diese Autos hatten von der Bauweise nichts miteinander gemeinsam, außer eben das Porsche-Wappen. Das Resultat? Extrem hohe Produktionskosten, denn jedes Modell muss natürlich komplett anders gebaut werden. Doch warum hat Porsche denn eigentlich die Geheimnisse an die Konkurrenz verraten? Ganz einfach. Porsche änderte das Geschäftsmodell, um endlich wieder an Geld zu kommen. Und dabei nutzen sie folgende Technik. Make more of it. Und das funktioniert folgendermaßen. Verkaufe dein eigenes Wissen, das du eigentlich für dein Unternehmen brauchst, an andere Unternehmen in derselben Branche. Porsche war extrem schlecht darin, das Kosten- und Nutzenverhältnis für ihre Kunden zu hebeln. Aber sie waren sehr gut in der Produktentwicklung und haben deswegen ihr gesamtes Wissen geteilt. Das war die Geburtsstunde von Porsche Consulting. Und bis heute berät dieses Unternehmen Automarken. Und das sogar auf der ganzen Welt.